Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Fallout 4. Was redet der mit mir? Was labert der mich voll? Hallo? Wartest du, hä? Was erwartest du? Seht ihr schön meine Pumpgun hier in deine Stirn hauen? Willst du das? Ha? Das will er anscheinend. Könntest hier mit dieser Taste könnte ich alles besiegeln. Aber ich mache es nicht, denn wir sind vernünftige Menschen. Und wir wollen uns nicht auf diese Stufe hinablassen, dass wir einfach armen Leuten, die da sitzen, einen verpassen. Was wir aber wollen, ist zur Oberland Station jetzt zu gelangen. Und zwar machen wir das am besten mit der Schnellreise, weil kein Arsch hier jetzt Bock hat, dass wir da zu Fuß hinlaufen. Da! Wo ist es? Nee, Quatsch. Hier. Oberland Station. Schnellreise. Go! Ha! So! Sehen wir, wie so was Schönes hier... Ja, ein Gegenstand hier. Guck dir den mal an hier. Eine richtige, richtige Wumme hier. Also ein richtiger... Riesiges Teil! Guckt euch den an, der versinkt glatt im Boden, so robust ist der. Boah! Meine Güte, die Folge wird sensationell werden. Die wird so geil. Die Folge wird so geil, liebe Leute. Also guckt schön hin. Und was soll ich jetzt tun? Hallo, ach, ich hab ja... Habt ihr mir letztes Mal schon gesagt, was Kennst ich tun soll? Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Nee. Wahnsinn, oder? Total Wahnsinn. Wo war das nochmal hier? Harte Arbeit, wie jeden Tag. Ja? Immer das Gleiche. Mhm. Mhm. Okay, Hallo. Das war tatsächlich dann wahrscheinlich das andere hier auf der Karte, der andere Ort. Hier! Da! Da sollen wir hin! Red on the back, sweet apple. Warte, halt, ich wollte eine Markierung setzen und noch weg. Was ist denn das für eine Tortur, Mann, mal hier? Wie mache ich denn? Ich will hier mal hier. Quatsch, ich will hier eine Markierung setzen. Setz eine Markierung hin. Ach, setz doch einfach eine Markierung hin. Brauche ich nicht. Markierung ist ja schon auf der Karte. Ich Tor, ich Depp, ich Volltrottel, ich Pfosten, ich alte Gurke, ich, Militärfrequenz wurde gefunden, interessiert mich gerade aber nicht. Wir müssen hier austeilen. Keine Frequenzen abhorchen. So, Pistole nehme ich zur Hand. Damit schieße ich ja wie ein junger Gott, wie ein Pistolenschütze, ein Hero. Und wie ich sehe, haben wir auch keine radioaktive Verseuchung mehr. Ich muss manchmal so ein bisschen doof gucken, weil die Kamera direkt vor meinem Screen steht, ja. Aber ich kann die halt nicht anders positionieren, deshalb muss das so gemacht werden. Wie komme ich hier am Wasser vorbei? Ach so, nee, muss ich gar nicht. Ach, herrlich. Guter Start. Guter Start. Kann nur besser werden. Ich weiß. So, weiter geht's. Oh, ich will auch diese Fuck-Militärfrequenz nicht hören. Wer interessiert das? Ich will es töten. Ich will hier das Verderben sehen. Über dieses rohe, kalte Land. Seid ihr Raider Abschaum? Ha! Seid ihr? Oh! Sie sind hier. Oh! Super Mutant! Oh Gott, nee! Also dafür bin ich ein Selbstmörder! Super Mutant, ein Selbstmörder! Ja, dann töte ich mal schön. Oh ja, hat er meinen Hund erwischt? Wenn ja, ich habe leider keinen Zipfel für dich, Hündchen. Das brauche ich noch selbst. Ah, Granate! Es brennt um uns herum. Was für ein Dilemma. Was für ein großes Drama sich hier abspielt. Inmitten dieser Ruinen. Ah, da ist was. Die schnell holen. Oh, da sind auch welche. Da sind Leute überall. Nein, nein. Ein Supermutant! Was ist so super an diesen Mutanten? Ha! Komm rein! Oh! Mutanten können schießen? Nein, intelligente Supermutanten. Fuck, ey. Es ist Zeit für eine Pumpe! Pumpe! Pumpgun Action! Weißt du was? Oh, dein Torso wird durchdrungen! Haha! Komm her! Wir sind leider verstorben, liebe Leute, aber... Kein Grund zur Sorge. Wir machen einfach zack, schnell Reise und sind wieder da. Wissen jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Supermutanten! Ich dachte hier Raider? Nein, Supermutanten! Mit Sprenggürteln! Sind wir denn hier gelandet? Sind sie islamische Staat oder was? Nee! Alles die Schuld von diesen Menschen hier. Wo sind sie? Diese hier.
Nee, den ganzen Tag hier einmal nur so in der Erde rumwühlen. Scheiß Volk. So, weiter geht's. Ich will Supermutanten. Ich will Supermutanten. Es hat fast geklappt, aber irgendwie hatte der auf einmal so eine Ultraladung. Und ich glaube, es liegt dran, dass ich ein Kleid trage. Und nee, Leute. Es ist gar nicht so weit. Habe ich irgendwas anderes zum Anziehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja alles verkauft. Nee, warte, hier, Kleidung ist ja hier. Oh. Gasmaske mit Brille. Gurtzeug. Stachelrüstung. Warte mal. Stachelrüstung ist auf jeden Fall viel besser als sauberes grünes Kleid. Setze ich das mal an. Und, ist das besser hier? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr gerüstet, ne? Rechtes Bein. Ist für eine Powerrüstung. Okay, gut. Ja, akzeptiere ich. Also hier sind wir, glaube ich, schon mal ein bisschen besser. Da unten seht ihr die Verteidigung. Die sinkt damit ganz klar. Stachelrüstung. Und der Vault-Anzug ist wahrscheinlich auch nicht das Beste. Nee, bleiben wir mal dabei. Wie sehen wir jetzt aus? Ah! Das ist doch... Das ist aber eine ganz andere Liga. Ganz andere Liga. Was Schönes noch. Ah, Red X. Red X, Red X. Oh, 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 darauf muss ich mir gleich jetzt mal abspeichern. Und zwar ganz schnell. Jawohl, jawohl, jawohl. Oha. Die sind aber nicht böse, oder? Nein, Hund! Die sind nicht böse! Ein legendärer Hirsch. Der will doch von mir erlegt werden. Tut mir leid. Es tut mir leid. Aber es war halt nun mal nicht anders zu verhindern. Dafür kriegen wir jetzt des Pirschers gehärtete 10mm Pistole. Erhöht die Präzision, aber auch die AP-Kosten im VATS, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Schön. Ja. Ja. Will ich ausziehen. Mein Hund hat es leider ein bisschen erwischt, ja. Das tut mir ganz laut. Wo ist es? Oder war es nur ein Aufsatz? Nee, ne? War das jetzt nur ein Aufsatz oder irgendwas? Nee, hier. Da, zack. Wie mach ich das nochmal rein? Wie mach ich das nochmal rein? Oh, ich vergesse auch andauernd die Steuerung. Es tut mir echt leid, dass ich hier wieder letzte sonst was hier nicht drauf klarkomme, wie ich hier das Ding auf meine Kurzwahl lege. So, zack, und jetzt auf die Kurzwahl. Wie geht das? So auf jeden Fall nicht. Das ist meine Skill-Tabelle. Wie lege ich das jetzt auf diese Kurzdinger nochmal? Hier würde ich euch jetzt erst sagen, was ist denn mit dem? Das hat er schon 100 Mal gemacht. Ja, aber ich weiß es trotzdem nicht mehr. Ich muss das neu lernen. Es ist wie nach einem schweren Unfall. Man muss alles wieder neu lernen. Und, ja. Auch so heute hier an dieser Stelle habe ich es jetzt weggeworfen. Ablegen, das wollte ich natürlich nicht. Dann nehme ich es halt so zur Hand, komm. Scheiß drauf. Ich beherrsche es nicht. Nein! Komm, ich will die auf die Kurz verlegen. Das ist Options. Hier! R1! R1! Lass ich mir demnächst auf die Netzhaut tätowieren, dann weiß ich fortan Bescheid. Packe ich mir dahin. Da haben wir jetzt dieses legendäre Geschoss, Geschütz. Und ja, wir müssen in die Richtung. Und um das auch fortan zu behalten, werde ich jetzt mal richtig hier schön abspeichern nochmal. Schön sicher gespeichert. Mal gucken, was die Wumme so kann. Ein paar Schuss haben wir, ja. Und die ist präzise. Das merke ich schon. Angst habe ich jetzt vor allem vor den Selbstmördern. Denn denen ist ja kein Risiko zu viel. Die haben ja nichts zu verlieren. So, Supermutanten. Vorsicht! Ganz vorsichtig. Überhaupt richtig? Korre! Jo, wir müssen hier durch, um nach Backstreet Apparel zu kommen. Okay. Kann auch am Rand mehr gehen, ja? Chestnut Hillock Reservoir. Was ist los? Soll ich euch hinherrennen? Ich komm mit, wartet auf mich.
Euer Tier lahmt schon ein bisschen. Wer seid ihr überhaupt? Karawanenwache. Ich renne jetzt einfach den Leuten hinterher. Die bieten gutes menschliches Schild. Oh, fuck. Supermutanten. Ja, bin doch schon dabei. Boah. Schön an die Front. Oh, gut am Ende. Und eine Mine oder irgendwas. Ein Teller. Ein Teller flog gerade. Boah. Scheiße, Mutantenschweine. So. Kriegen wir das hin? Nein, wir schießen eher aufs Gerüst. Warum auch nicht? Ja, schön in die Schulter rein. Die treffen auch nicht viel besser als ich. Von daher, wir müssen uns keine Gedanken machen. Aua. Wir werden getroffen. Bisschen in Deckung gehen. Oh Gott! Da hinten, da kommt wieder so einer! Da kommt so ein... so ein Bilder. Mit seinem Sprengsatz in den Händen. Ich töte dich. Ich töte dich. Höchstpersönlich. Haha. Wir haben nur 15 Schuss. Hätten wir mir nicht die ganze Munition vorher verkauft. Arme Rindfieder. Naja, ich doch nicht, oder? Ich muss auf Nahangriff gehen, denn dann kann ich meine Pumpgun benutzen. Aber hier noch, da gibt es noch was Schönes hier. Vom Supermutanten. Rein ins Haus geliefert. Oh, fuck. Da kommt was, ich will es schnell speichern. Ah, ey, die haben es mit ihren Sprengsätzen auch, ja? Oder da flackert der ganze Baum hier. Aua! Am Hund brennt sogar. Komm her. Komm. Die sieht aus mit der Energie verdammt schlecht wahrscheinlich. Scheiße. Oh, fuck. Oh, Gott. Unser Leben hängt am Seil an einem Faden. Stimpack. Wir haben es ja extra gekauft, um es jetzt uns in die Venen zu spritzen. Zack. Hoho. Und nun sterbe ich durch eine Explosion direkt vor mir. Ja, so schnell geht's, ne? So schnell kann es passieren, so schnell kann man sein Leben hier in diesem Spiel verlieren. Aber dafür kriegen wir eine tolle Waffe hier. Für die ganzen Waffenfreaks dort draußen. Das ist ein Kaliber, hm? Da kann man, da fühlt man sich ja richtig. Richtig sa. Oh, gut, guter Start. Herrlich! So lässt sich spielen. Du Mutant. Wer trifft? Boah. Keine Muni mehr. Wie sieht's mit dem... mit dem Gewehr aus? Oh, nicht mit einem Schwertknüppel! Oh, und dann noch von hinten so schön hier zwischen die Rippen da seinen Stab, sein Schwengschwert da reinhauen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht andauernd in einem Molotow-Cocktail geboren, weil dann kriege ich hier echt Depressionen. Und zwar schwerwiegende Depressionen, die man nicht so schnell wieder kurieren kann. Nein, ich will den anderen haben. Nein, ich will... Komm schon, ich will den... Den Penner will ich hier... Nein, den Penner... Also, mal ehrlich. Da! Energie geht noch. Das Allerschlimmste ist echt die ganzen Sprengsätze, die sie mir hier an Leib werfen. Sind denn hier nicht mal noch ein paar Leute, die mir helfen können? Hallo ihr! Macht mal was gegen die! Ja! Jawohl! Warum macht ihr das nicht gleich? Abraxo-Putzmittel hat er dabei gehabt. So, Energiestatus ist nicht wirklich gut, aber besser als tot, auf alle Fälle. Jetzt haben wir auch ein bisschen Munition wieder. Oh! Da haben wir ihn gerade noch aus der Notsituation. Notlage was? Aber nein! Es brennt alles! Versteck mich mal ganz schnell hier. Und genehmige mir nochmal ganz gemütlich als Team Pack.
Oh ja. Wo ist es? Oh, komm her. Jawohl. Das fühlt sich so gut an. Er ist tot. Ist ein Feind? Ein Freund. Freund! Alles Freunde hier! Na, schau mal einen an. Mutantenhundefleisch. Mollys und ein Improgewehr. Wir nehmen jetzt auch mal die ganzen schweren Waffen mit. Damit wir die dann irgendwann beim Händler verkaufen können. Denn es mangelt uns ja an Kronkorken. Habt ihr gesehen? Nichts mehr auf der hohen Kante. Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten. Nee. Ich bin selbst so Mutant. Guck mich doch mal an, ey. Wenn ich mal meine Rüstung hier ablegen würde. Pfa! Die erschrecken, würde die wahrscheinlich sofort auf mich feuern. So, gibt's hier noch irgendwas zu plündern? War noch viel mehr bei ihr noch. Hier, da liegt doch noch was Totes. Da liegt ein toter Torso. Mit einem seltsamen Kettengebilde. Nukleares Material. Ha! Hier noch aus Todes hier und immer gestorben. Da! Haben wir schon geplündert. Gut, wie kommen wir jetzt in das Haus rein hier? Kann man hoch? Ja, da kann man hoch. Weil da haben wir ja noch welche aus der Entfernung wegges... Armer Mann hier. So, Zigaretten, schmutzige Aschenbecher, Schrotpatronen, silberne Taschenuhr. Wir plündern hier ganz fleißig. Medaillons. Und das wird dann auch alles irgendwann verkauft, wenn der Hund mich mal durchlässt, weil ich nicht durchkomme. Ja, doch, mit was hast du gefunden? Mich vielleicht, oder was? Ja. Führ mich hin. Hier, dein Schädel, oder was? Nehmen wir alles mit und, ja. So, da ist aber lang, aber erst nehmen wir nicht das Stück Fleisch hier noch mit. Da gibt es nämlich radioaktive Drüse und Brachminfleisch. Sehr cool. Noch was, noch was, noch was, hier oben. Zack. Eine Toilette mit einem Pümpel. Das hier, ah, okay. Das ist natürlich cool, mit Bajonett sogar. Meine Güte. Dogmeat, das war ein guter Fund. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Da können wir ja, uns reich kaufen mit. So. Hier kann man über die Dächer der Stadt sausen. Gar nicht mal so schlecht vielleicht, um an unseren Zielort zu kommen. Wo wir es ja wieder nur mit gewöhnlichen Menschen zu tun haben werden wahrscheinlich. Aber... Oh nein! Oh! Ja, tut mir leid. Ich dachte, ich hätte voll die geilen Parkour-Skills, aber... Kein Grund zur Sorge, liebe Leute. Denn das war ja eh der Ausstieg aus diesem Video. Das war's nämlich schon wieder für diese Folge. Bisschen kurz, aber oho, denn wir haben gegen Supermutanten gekämpft und wir waren siegreich. Beziehungsweise wir waren es. Ja, jetzt sind wir nicht siegreich gerade, aber ich hole jetzt die Leute. Und während hier gerade meine Outro-Musik schon läuft, im Gefecht mit den Supermutanten, guckt ihr dann, das ist jetzt ein längeres Outro, wo ich noch kämpfe. Ich mache das alles nochmal neu und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Versprochen. Und ja, der Tipp kam auch schon in den Kommentaren, dass ich mehr öfter speichern soll. Und ja! Danke an denjenigen, der es geschrieben hat. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es von euch war. Auf jeden Fall, du hattest recht. Ich speichere ganz offensichtlich viel zu wenig. Scheiße. Macht was. Was steht ihr denn da so? Ihr seid doch Sicherheits... Leute. Security. Zack. Oh. Jetzt wieder in Deckung gehen. Muss keine Granate ab. Ah, scheiß drauf. So, das war's. Für diese Folge, liebe Leute, in der nächsten geht's richtig drum herum und rundherher. Und es wird was geben. Und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.